Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Flatout 2 mit Big Pauli. Ja, heute möchte ich endlich die Derby-Klasse beenden. Das heißt, die beiden Rennen und den letzten demolischen Derby muss ich noch beenden. Das ist eine der blöderen Waldstrecken. Aha! Okay. Irgendwann muss ich Jack auch mal überholen. Ha, der nimmt die lange Strecke. Diesmal habe ich mal die schnellste Runde geschafft. Ich könnte jetzt im Grunde als Letzter durch das Ziel in diesem Rennen fahren und würde trotzdem noch den Goldpokal kriegen. Aufgrund meines unglaublichen Vorsprungs. Trotzdem gebe ich mir alle Mühe. Wenn ich mich nicht irre, ist das hier die allerbeste unter den Waldstrecken.
Tja. Sieht aus, als hätte mein Gegner tatsächlich keine Chance. Bis zum Endsieg! Verzieh dich, Sophia. Sehr gut, Katie Ramsey. Letzte Runde und ich bin kurz vorm Sieg. Nicht, dass diese Goldmedaille irgendwas ändern würde. Ich habe so oder so den Goldpokal. Schade, wieder hat jemand anders die schnellste Runde bekommen. Aber ich habe den Cup beendet. Und bekomme nochmal 2400. Und ich habe den Derby Bowl 3 freigeschaltet. Außerdem habe ich auch noch den Venom freigeschaltet. Den ich tatsächlich noch nie gefahren habe, weil ich diesen Wagen einfach nur scheiße finde. Und ich habe die Derby-Klasse abgeschlossen und bekomme dafür nochmal 10.000. Aber noch habe ich sie nicht komplett abgeschlossen. Denn ich muss noch diesen Demolition Derby abschließen. Den Derby Bowl 3. Mist. Sophia ist wieder mal die erste, die geschrottet wird. Oder vielleicht auch nicht.
Was? Warum habe ich nicht das Schrott dafür gekriegt? Dreck! Nee, nee, nee. Ich werde den auf Gold abschließen. Und Ray ist schon mal Schrott. Und ich halte noch einen Schrott, obwohl ich überhaupt niemanden gerammt habe. Ja, das ist die Logik von Flatout. Und ich habe das Demolition Derby gewonnen. So, jetzt habe ich für den Blaster XL keinerlei Verwendung mehr. Der kommt weg. Auf zum Autohändler. Es wird Zeit, den ersten Wagen für die Rennklasse zu kaufen. Nein. Nein. Oh ja. Yeah. Das ist mal ein Wagen. Ja, in der Farbe ist er tatsächlich am besten. Dann gehen wir mal zum Upgrade Shop. Und upgraden den ein bisschen.
Aufhängung, ganz wichtig. Kasis. Gewichtsreduktion, sehr wichtig. Chip und Dis, hä? So. Das dürfte erstmal für den Nevada genug sein. Zeit für den Racing Challenge Cup. Mal sehen, was die Rennklasse so mir abverlangt. Und tschüss, Jack. Ja, das Leben ist schön. Hab heute mein Fahrrad repariert. Hab einigermaßen schönes Wetter genossen. Es gibt doch nichts, was man nicht tun kann, wenn das Leben toll ist. Konzentration, das ist schwerer als es aussieht. Mist. War klar, dass ich in der letzten Runde wieder Mist bauen muss. Ist dir aufgefallen, dass dir eine Tür fehlt?
und gewonnen. Weit entfernt von der schnellsten Runde. Naja. Zum nächsten Rennen. Idiot. Da bin ich wohl nicht genug abgebogen. Ich muss dringend die Geschwindigkeit dieses Wagens Mist, jetzt habe ich die Wörter wieder verwechselt. Ja, ich hasse es, wenn das passiert. Wir sehen uns. Und tschüss, Jason. Danke, du Idiot. Idiot, nimm doch die kürzere Strecke. Schnellste Runde. So, das nächste Motor-Upgrade. Es erhöht zwar meine Beschleunigung nicht für meinen ganzen Wert, aber um einen Bruchteil davon. Darum hole ich mir die. Ja. Weiter geht's.
Rob Zombie hat eindeutig die beste Musik zu dem Spiel beigesteuert. Tatsächlich kann dieser Wagen auch ein bisschen Geschwindigkeit an den Tag legen. Purer Konzentration fahren und jeden ummieten, der versucht, mich zu überholen. Dreck. Ne, das kann ich leider nicht auf mir sitzen lassen. Das wäre kein Goldpokal. Ja. Hab meine alten Lektionen vergessen. Die sagen, man sollte die Dinge in den ersten Runden umnieten und nicht erst in der vorletzten.
und tschüss. Feldstrecken sind zwar schwer, aber die sind schön. Beim Streckendesign hat sich auf jeden Fall irgendjemand sehr viel Mühe gegeben. Ich würde sagen, der Bulldozer ist mir sicher. Yep. Ich wusste es. Und ich habe den nächsten Cup gewonnen. Und ich habe das erste Spezialevent freigeschaltet, den Fissure of Eight 1. Ja, aber das kommt erst im nächsten Part, denn ich kaufe mir noch ein Upgrade. Und mache an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.